Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom Dicken Preußen. Heute spreche ich wieder mit dem Ralf. Hallo Ralf. Hallo. Und mit dem Jens. Hallo Jens. Hallihallo. Und unser heutiges Thema ist ein, wie ich finde, sehr interessantes. Ralf hat es vorgeschlagen. Wie viel Welt braucht man zum Spielen? Genau. Ich kann vielleicht auch mal kurz sagen, was mir da durch den Kopf gegangen ist. Und zwar, wir haben ja auf der einen Seite Welten wie zum Beispiel Aventurien, wo letztendlich das letzte kleine Dörfchen und der letzte Busch vor einem Dörfchen beschrieben ist. Und auf der anderen Seite haben wir Welten wie zum Beispiel bei Dungeon World oder bei Beyond the Wall, wo letztendlich eigentlich kaum eine Welt da ist, sondern nur so ein Grundgedanke und alles Weitere entwickelt sich beim Spiel. Für mich war einfach so der Gedanke interessant, was braucht man davon? Kommt man mit beiden Varianten gut klar? Wo liegen Unterschiede und so weiter? Und ich würde jetzt sagen, es gibt aber für die Sachen, die sich während des Spiels entwickeln, auch noch Unterschiede. Es gibt ja einmal die Welten, die sich durch die Spieler mehr oder weniger aufbauen. Ich glaube, das war auch bei Beyond the Wall so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann gibt es noch Welten, die mehr oder weniger komplett der Spielleiter oder der Meister sich ausdenkt. On the fly. Oder vielleicht auch selber entwickelt. Meine persönliche Meinung, vielleicht am Anfang, der Vorteil, also wenn ich Zeit habe, dann kann ich mir alles selber überlegen und ein Abenteuer ausdenken und die Welt dahinter. Wenn ich jedoch weniger Zeit habe, stelle ich die These auf, dass ich dann lieber ein vorgefertigtes Abenteuer und eine vorgefertigte Welt nehme. Jetzt so am Anfang. Ich würde nicht nur sagen, das ist nicht nur Sache der Zeit, sondern auch, ich sag mal, der Bereitschaft, des Willens und der Fähigkeit, sich neue Dinge auszudenken. Das ist ja auch nicht so einfach. Ich denke, dass, ich sag mal, der Zeitfaktor ist, glaube ich, teilweise ähnlich. Wenn ich mir eine Welt angucke, wie, keine Ahnung, die Vergessenen Reiche für D&D oder auch Aventurien, bis ich da eine gewisse, ich sag mal, Hintergrundfestigkeit entwickelt habe, muss ich ja auch eine ganze Menge Zeit investieren, möglicherweise auch viel Geld. Und wenn ich jetzt auf der anderen Seite sage, ich habe möglicherweise die Ideen oder ich klaue mir einfach aus Filmen, Büchern, anderen Spielen, was auch immer, meine Ideen zusammen, dann verbrauche ich möglicherweise gar nicht mal mehr Zeit für meine eigene Welt. Das ist natürlich jetzt auch ein schönes Beispiel für die Einstellungsfrage, die dahinter steht. Es ist, wenn ich eine, ich sag mal, vordefinierte Welt habe, wie verwende ich die? Möchte ich tatsächlich, muss ich mich da rein so tief reinarbeiten, weil ich die verstehen muss, möglichst tief, weil mein Ziel ist, die möglichst im vorgegebenen Rahmen zu simulieren? Oder lese ich mich so weit rein, wie ich es interessant finde und verwende das einfach? Und wenn das, was ich dazu improvisiere, nicht zum Rest passt, who the fuck cares? Da kommt aber dann die Rollenspielpolizei und die verhaftet mich dann. Ja. Also nein. Ja, du hast natürlich recht. Also ich kann auch eine Welt wie Aventurien bespielen, indem ich sage, ich lese mir einfach nur ein Kapitel durch, nämlich das, ich sag jetzt mal, von dem Ort, wo ich anfange zu spielen. Der Rest ist mir eigentlich egal, außer dass ich mir vielleicht noch die anderen Charakterklassen oder so durchlese und die Herkunft der jeweiligen Klassen. Ich bin jetzt nicht ganz so firm, wie das da aufgeteilt ist. Und dann spiele ich einfach drauf los. Aber die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist das, was ich spiele, wenn ich das so mache, dann noch DSA? Oder ist das meine eigene Interpretation von DSA, von Aventurien, die sich möglicherweise auch in eine ganz andere Richtung entwickelt? Das heißt, wie weit bin ich auch bereit, mich von anderen Spielrunden in derselben Welt zu entfernen? Also wenn ich
in der eigenen Spielrunde bleibe, was ja nicht so ungewöhnlich ist. Es ist ja eigentlich relativ egal, was mein Nachbar spielt. Also es ist eine Mentalitätsfrage, muss man ganz klar sagen, ob es mir wichtig ist, dass ich diese kollektive Weltensimulation mitspiele, um das jetzt mal ein bisschen groß anzusetzen. Oder ob ich das, was ich habe, ob das jetzt vergessene Reiche sind oder Aventuren oder was auch immer, oder Shadowrun hat ja auch eine sehr, sehr große, volumige Weltenbeschreibung, sage ich mal. Oder verwende ich das eben einfach zum Spielen? Wenn ich Wert drauf lege, zu sagen, ich möchte gerne diese Weltensimulation machen, weil ich das cool finde, weil ich die Welt cool finde und ich möchte da auch eintauchen können und ich möchte Ahnung von haben, dann kann ich das logischerweise auch nur mit einer Welt machen, die vordefiniert ist. Das heißt, dann brauche ich das. Wenn ich einfach nur spielen will, kann ich mich da halt bedienen. Ich habe tatsächlich, muss überlegen, ich sag mal so, ich habe damals, vor langer, langer Zeit, das war noch zu Fanpro-Zeiten, da habe ich mir diese ganzen Regionalbände mal gekauft, die es damals gab. Habe irgendwie, was ich, einen halben Regalmeter. Und ich habe jahrelang gespielt mit der, wie hieß das Ding, Geographica Venturica, diesen Überblicksband. Mhm. Und habe diese Regionalbände erst aus ihrer Hülle genommen, also sie waren ja eingeschweißt, als ich dafür irgendwas schreiben musste. Weil ich die selber nicht gebraucht habe. Ich habe dann in der Geographica gelesen, das ist irgendwie Stadt Pusemuckel, keine Ahnung, hier Trallop oder so, ja. Und dann habe ich mir grob drüber geguckt, oder was das ist, und habe mir den Rest ausgedacht. Kann man machen. Man kann aber auch sagen, ich möchte das gerne simulieren, dann gehe ich halt tiefer da rein. Das heißt, ich kann dieses Angebot nutzen, aber ich muss es halt nicht eben, weil es keine Rollenspielpolizei gibt, die einfach haut. Die Frage ist doch, entscheide ich mich eigentlich eher für das System oder eher für das Setting? Oder ist es in manchen so sehr verworren, dass es eine nur mit dem anderen gibt? Also bei einem Komplex, also idealerweise sollte natürlich ein System so gebaut sein, dass es die Spielidee des Settings unterstützt. Mhm. Ob das immer der Fall ist, hat er hingestellt, aber idealerweise sollte es so sein. Und ich glaube, ich habe noch selten erlebt, dass jemand gesagt hat, komm, lass uns mal Rollenspiel XY spielen, die Regeln sind so geil. Die Leute wollen halt normalerweise das Setting spielen oder die Spielmöglichkeiten im Setting und nehmen halt dann die Regeln mit oder kloppen dann halt dann irgendwie die irgendwelche mehr oder weniger gut passenden Universallösungen obendrauf. Ja, ich wollte gerade sagen, also es gibt schon einige Regelwerke, die eben sehr häufig genutzt werden, aber das sind tatsächlich dann eher universelle, also sowas wie Savage Worlds oder Fate, wo ganz viele Leute dann sagen, es wäre nicht egal, welche Welt das ist, ich nehme jetzt Aventurien als Welt, weil ich das cool finde und ich spiele es mit Savage Worlds oder mit Fate oder mit Genesis oder welche Regeln auch immer man dafür benutzt. Von daher, ich glaube auch, dass die meisten Leute das Regelwerk tatsächlich nur mitnehmen. Ja, wobei natürlich klar ist, System Matters, ja, dass das Spielerleben natürlich auch ein deutlich anderes sein kann, als wenn ich ob ich nur das Originalregelwerk nehme oder ein anderes Regelwerk nehme, ob ich jetzt Saboteurs spiele oder Fate oder GURPS, ist vom Spielerleben und dem, was ich da so tue, mit Sicherheit ein deutlicher Unterschied. Oder BRP, auch sehr extremes Beispiel. Ja, BRP war für mich zum Beispiel so der Punkt, wo ich so ein bisschen gefremdelt habe, weil das ist ja das System von Cthulhu. Und ich habe mir dann vorgestellt, es gibt ja auch, ich komme jetzt nicht drauf, Realms of Cthulhu, das für Savage Worlds. Was ist BRP? Basic Roleplaying, das ist praktisch das System, okay, was unter Cthulhu hängt, auch unter RuneQuest, also unter dem alten RuneQuest, was jetzt Mithras heißt. Das ist im Grunde genommen dieses W100-System mit Attributen, Fertigkeiten und zum Unterwürfeln und so weiter. Und das ist eben das System, was man für was machst du da? Raketentechnik. Alles klar, gut. Jetzt hast du mich verwirrt, jetzt bin ich raus. Das war genau. Nein, also Cthulhu ist halt so das klassische System, was man eben kennt. Das System, was so ein bisschen auch in den Hintergrund verschwindet, wenn man Cthulhu spielen will.
Und es gibt aber eine Version, und ich meine, es ist Rams of Cthulhu, aber ich bin nicht ganz sicher, das mit Savage Worlds funktioniert. Also dieselbe Welt, wenn man es bei Lovecraft so nennen möchte, aber es sind eben jetzt die Savage Worlds Regeln genutzt worden. Und es gibt, glaube ich, allgemein diverse Regeladaptionen für Cthulhu oder Cthulhu-Spiele. Also es gibt jetzt auch zum Beispiel Mythos World gibt's noch. Das ist PBTA, also Powered by the Apocalypse. Das kommt auch demnächst auf Deutsch. Und es gibt Trail of Cthulhu, was auf Gumshoe basiert. Aber bei denen habe ich nicht so das Gefühl, dass es so richtig daneben geht. Aber Savage Worlds, was ja wirklich mehr ein Action-Rollenspiel ist, ich weiß eben nicht, inwieweit dieser Spielbetrieb von Savage Worlds, also Fast, Furious, Fun, wie es ja immer so schön heißt, ob der wirklich... Genau, so. Warum auch immer haben wir die Verbindung zum Dings verloren, zum, wie heißt denn der, Discord-Server. Jetzt ist er wieder da und jetzt hoffen wir, dass es jetzt geht. Ja, du schaltest da eh alles raus. Ist von daher überhaupt kein Problem. Ich verlasse mich da auf dich. Ah, okay. Naja, aber wir hören ja mitten, wir haben ja mitten im Dings aufgehört, im Gespräch sozusagen. Wo waren wir? Ralf, du hast gerade was gesagt. Hallo, Icke aus der Zukunft hier. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, das komplett rauszuschneiden, da sonst unter anderem die Frage nach, was es BRP nicht beantwortet worden wäre. Deswegen habe ich mich entschieden, das drin zu lassen und auch die Diskussion darüber. Ich wünsche euch viel Spaß. Ciao. Ja, ich kann das nochmal kurz wiederholen, dann kannst du es besser schneiden. Mhm. Genau. Bei Cthulhu haben wir ganz viele verschiedene Regelsysteme. Das heißt, wir haben auf der einen Seite zwar eine Welt, einen Hintergrund, aber wir haben eben zum Beispiel Sachen wie Trail of Cthulhu, was auf Gumshoe basiert. Wir haben Mythos World, was auf Powered by the Apocalypse basiert. Und eben das gute alte Cthulhu, was auf Basic Roleplaying basiert. Und um was zwischen zu quatschen, immer. Auch noch D&D 5 jetzt. Und ich glaube, das sogar für DSA theoretisch, wenn man unbedingt Cthulhu drin haben will. Es gab auch mal für das alte D&D 3 gab es auch mal eine Version, also eine D20-Version von Cthulhu. Interessanterweise bei D&D 5 kann man tatsächlich ab Grundregelwerk Warlocks, glaube ich, sind das. Die haben ja immer irgendwelche Dämonen oder sowas, wo sie ihre Mächte ja haben. Und da kann man auch Cthulhu nehmen. Oder den großen the Great Old One oder irgendwie sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Begriff Cthulhu fällt. Ich meine aber ja. Also tatsächlich ist es schon von vornherein eingeplant. Ja. Aber das es ist halt so, bei all diesen Möglichkeiten, also die meisten davon sind halt tatsächlich eher so auf investigatives Spiel ausgelegt, aber D&D oder eben auch, ich meine, wie gesagt, das heißt Realms of Cthulhu, was auf Savage Worlds basiert, ist ja mehr so palpig oder zumindest also actionorientiert. Und ja, ich gebe zu, ich denke, das ändert den Spielstil wirklich gravierend, auch bei einer gleichen Welt. Ja, definitiv. Also jetzt kann man natürlich sagen, die Welt ist ja, das ist ja sehr relativ. Man kann dann das vielleicht eher so Richtung Hellboy spielen. Ja, ist immer noch irgendwie Cthulhu mit Tentakeln und bösen Göttern und so. Aber tatsächlich ist es so. Also muss einfach sagen, System Matters. Ich habe tatsächlich einmal eine Kampagne, ich glaube die Masten des Nyarlathotep, haben wir angefangen mit Call of Cthulhu und haben es aufgehört mit Hollow Earth Expedition, was eben auch wirklich brachialst Pulp ist. Und man hat es gemerkt, den Übergang. Ja, aber ich denke, es geht schon, dass ich also auch, ich sag jetzt einfach mal, DSA mit Savage Worlds spiele. Aber es wird halt doch eine andere Spielsituation. Es wird also ein anderes Spielgefühl sich daraus entwickeln. Ich denke aber in den meisten Fällen, wenn man nicht gerade sagt, ich spiele sowieso alles mit Fate oder Savage Worlds oder was auch immer, dann wird man wahrscheinlich das Originalsystem beibehalten, weil man hat die wenigste Arbeit. Warum sollte ich eine Welt nehmen, in der für DSA alles beschrieben ist und dann sagen, ha, DSA, finde ich aber doof, ich nehme trotzdem Aventurien, spiele das jetzt aber mit D&D-Regeln. Es gibt ja Leute, die das machen, so ist es nicht. Ja, aber dann habe ich ja mehr Arbeit.
Und wenn wir davon ausgehen, dass ich mir dadurch, dass ich Hintergründe oder Welten nehmen will, um weniger Arbeit zu haben, dann erhöhe ich mir ja den Arbeitsaufwand noch. Das ist richtig. Also wenn ich jetzt tatsächlich, dass das ein meiner Hauptprobleme ist, sage ich mal, oder auch der Hauptpunkt zu sagen, ich habe die Zeit nicht, dann wird man wahrscheinlich zu dem Standardangebot sozusagen greifen. Macht auch Sinn. Ja. Jo. Aber wie gesagt, ich glaube, in den meisten Fällen wird man tatsächlich auch das System mitnehmen. Also egal, ob es jetzt die Vergessenen Reiche ist oder die Shadowrun-Welt oder DSA. Man merkt das ja zum Beispiel auch daran, wie viele Leute ein Problem damit haben, Shadowrun Anarchy zu spielen. Also die Welt von Shadowrun, die jetzt aber nicht mehr mit diesem Haut rauf und Schlusssystem von Shadowrun versehen ist, sondern mit eher einem erzählerischen System. Das sehen viele Leute also als, ja, es bringt nicht das Spielgefühl rüber, was ich für Shadowrun mir vorstelle. Wobei man auch sagen muss, also ohne das Böse zu meinen, also ich habe einmal Shadowrun Anarchy gespielt, also irgendwie 2 Abende lang, und ich war jetzt von den Regeln jetzt auch nicht übermäßig überwältigt. Die sind halt auch nicht so richtig gut. Und dann kann man bei Shadowrun allgemein sagen, jetzt sind die eher an manchen Stellen eher kompliziert als komplex. Da hat jetzt Anarchy auch für meinem persönlichen Dafürhalten, ist reines Geschmackssache, jetzt auch nicht wirklich geholfen. Also es ist ja so, dass Anarchy eher so in Richtung Simple See geht. Und in unserer Runde haben wir es so gemacht, wir haben es ausprobiert und haben ein paar Sachen übernommen, so ein bisschen mehr dieses Erzählische reinbringen, was jetzt, glaube ich, auch mit der 6. Edition, so wie es sich anhört, auch so in die Richtung geht. Uns ist aber aufgefallen, dass gerade bei Anarchy war das Problem, dass es dann heißt, es gibt ja kein Geld mehr, sondern nur noch, keine Ahnung, XP, keine Ahnung, wie es heißt. Also die haben da auch so einen speziellen Namen gehabt. Und dann hat dir der Johnson nur noch gesagt, oder der Schmidt, ja, du bekommst 5 Punkte. Und nicht mehr so viel Gold. Das war, Yen. Das haben wir gedacht, nee, also wirklich. Hättet ihr aber wenigstens eine Umrechnungsformel gemacht. Ja. So ja, eine Million ist ein Punkt oder so, aber so fanden wir es alle irgendwie kacke. Ja, es ist halt nicht wirklich immersiv. Wobei ich tatsächlich am ersten Moment, als du meintest, irgendwie, dass Anarchy wäre so wie 7. See, habe ich kurz an Cyberpiraten gedacht. Übrigens ein deutlich unterschätztes Setting. Kann ich Sam empfehlen. Cyberpiraten ist geiler Scheiß. Gibt es, glaube ich, für die 3. Edition oder für die 2., ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, das ist das letzte der 2. Edition gewesen oder sowas, aber ein sehr lustiges Buch. Aber was nur am Rande, wenn ich Shadowrun spiele, ja, ich spiele sowieso Shadowrun 3. Edition, weil ich ein alter Kommisskopf bin, aber dann will ich eben für mich persönlich herausforderungsorientiertes Spiel haben. Ich will Geballer, ich will auch Micromanagement und ich will irgendwie Munition nachhalten und ich will, dass ich Leute mit Granaten bewerfen kann und dann auch weiß, was da passiert. Und ich möchte halt eben nicht diese narrative Gewurschtel da drin haben. Ja, weil das eben, also narratives und herausforderungsorientiertes Spiel, das nicht auf der Metaebene stattfindet, ist halt schwierig zu kombinieren. Na. Das heißt also, du würdest sagen, im Falle Shadowrun könnte man vielleicht noch irgendwie mit, keine Ahnung, Savage Worlds glücklich werden, aus deiner Sicht, aber mit Fate schon mal nicht mehr. Ich nicht. Mann vielleicht, keine Ahnung. Also kann ja jeder machen, wie er will. Also ich weiß, dass ich mit Savage Worlds mit Sicherheit nicht glücklich werden würde, weil ich es persönlich nicht mag. Aber auch da wieder, das sind persönliche Befindlichkeiten und ich kann mir durchaus vorstellen, ich weiß, dass es genug Leute gibt, die sagen, ja, der Hintergrund von Shadowrun ist eigentlich ganz witzig, aber die Regeln kann man in der Pfeife rauchen. Wir wollen da irgendeinen Ersatz für haben. Und wenn man dann irgendjemanden, sagen wir mal, im Social-Media-Bereich fragt, hör mal, was könnte man stattdessen nehmen, kommt halt immer die Standardantwort, entweder Savage Worlds oder Fate, je nachdem, von was der entsprechende Fan ist. Ob das jetzt zu dem Spieler passt, der gefragt hat, oder auch zu den Variablen, die er genannt hat, interessiert da meistens keinen. Das geht immer nur darum zu sagen, hier, ich mag Fate, deswegen ist Fate super. Ja, man kann alles damit spielen. Yay! Ja, nur nicht so, also man kann vielleicht inhaltlich alles spielen, aber halt nicht vom Stil her. Also ich stelle mir Fate herausforderungsorientiert zumindest sehr witzig vor.
Ich kann dazu nicht viel sagen, aber das Spielgefühl soll wohl auch bei Fate sehr stark variieren von Gruppe zu Gruppe. Also die einen machen tatsächlich da den Erzählonkel und bei den anderen wird da tatsächlich auch eher was Gamistisches draus, weil sie die Regeln halt dann, ich sag mal, sehr viel stärker als Regeln einsetzen und nicht so sehr als Vorschläge, wie man erzählen kann. Also auch da gibt's wohl Unterschiede. Ich persönlich habe noch nicht sehr viel Fate gespielt, kann dazu also nicht sehr viel sagen, aber ich glaube also schon, dass es mit anderen Systemen, egal welcher gamistischen Natur, also D&D 5 oder Shadowrun, Savage Worlds oder ähnliches, dass man da, glaube ich, sehr viel mehr Action, mehr Geballer, mehr ich schlag dir den Schädel ein, unterbringen kann als bei Fate. Weiß ich nicht. Das ist halt eine Sache des Erzählens. Es hat halt einen anderen Stellenwert. Ja. Also wenn ich das, oder ich bin jetzt auch kein Spezialist für Fate, muss ich ganz ehrlich sein. Also von daher kann das sein, dass ich jetzt Unsinn erzähle. Wenn ich jetzt etwas weiterfasse, allgemein so den narrativen Bereich, du kannst natürlich auch, was ich mit Wushu oder sowas, ja, das ist ja für sowas hier Hongkong Action Theater und so, das ist ja schon so ausgelegt, da Fat Action mitzumachen. Es hat nur nicht den herausforderungsorientierten Element, dass ich sage, okay, ich habe eine Zielsetzung, wo mir ordentlich Action regle ich das, sondern da geht's halt um eher so eine Art Bildermalerei. Ja, also quasi das visuelle Kunst oder das imaginäre Kunstwerk des Kämpfens zu erschaffen, wenn man so möchte. Also Wushu kenne ich gar nicht, da kann ich also auch nichts zu sagen. Aber ich vermute mal, also wenn ich noch mich recht entsinne, das war doch von Robin Laws das Ganze, ne? Ja, es ist ja schon was älter, ne? Also ja, das ist auch schon damals. Ja, weil bei ihm ist es tatsächlich so, ich habe eine ganze Zeit lang mal seinen Podcast gehört, also Ken und Robin Talk About Stuff, und da habe ich auch immer das Gefühl, dass der eben sehr stark auf diese Vernetzung von Hintergrund und Welt achtet, von Hintergrund und Regeln meine ich natürlich, von Hintergrund und Regeln achtet, dass das wirklich zusammenpasst und dass eben ein Spiel wie zum Beispiel Trail of Cthulhu, bei dem es eben um Detektivarbeit geht, da sagt er ja auch knallhart, du musst nicht würfeln, um einen Hinweis zu bekommen, den kriegst du einfach so, du sollst über den Hinweis nachdenken, das ist die Aufgabe im Spiel. Und das ist natürlich eine ganz andere Zielsetzung oder eine ganz andere Art zu spielen, auch als wir sie bei Cthulhu zum Beispiel haben. 5 Leute würfeln Verborgenes erkennen, alle machen Patzer und schon ist das Necronomicon im Schreibtisch nicht entdeckt worden. Das kann einem bei Trail of Cthulhu halt nicht passieren. Da entdeckt man das auf jeden Fall. Ja gut, da gibt's dann immer die ganzen Hilfsgerüste, wenn man sich tatsächlich so einen Flaschenhals eingebaut hat, was ja eigentlich erstmal einfach schlechtes Abenteuerdesign ist, hier mit Fading Forward und was da alles gibt, um halt zu sagen, ja, ihr habt es dann doch noch gefunden, aber du hast währenddessen in die Mausefalle gegriffen. Oder du hast es aufgeschlagen und schon mal die erste Seite gelesen. Oder sowas. Ja. Aber es ändert, ich finde halt schon, es ändert halt auch da wieder die Welt, die ich im Hintergrund habe. Obwohl es auch da wieder Cthulhu ist. Aber es ja, ist schon anders. Das ist jetzt eine definitorische Frage, was ist die Welt? Also ich glaube, es ist eher der Spielstil, der sich dadurch ändert. Also wie gehe ich mit der Welt, mit meinen Charakteren um und aus welchem Blickwinkel betrachte ich das? Weil das ist nämlich auch das Ding, Setting ist ja ein sehr weites Feld. Also du kannst eben, wenn du sagst, zum Beispiel nehmen wir mal Shadowrun, ja, das Shadowrun-Setting als Weltenbeschreibung sozusagen, da kannst du eben ganz unterschiedliche Sachen drin spielen. Du kannst eben Shadowrunner spielen, dafür ist es ursprünglich gedacht, dafür sind auch die Regeln ausgelegt. Du kannst aber auch Cyberpiraten spielen, um nochmal darauf hinzuweisen, wie geil das ist. Du kannst irgendwelche Straßengänger spielen oder Polizei oder Söldner oder also natürlich ist alles sehr kampflastig, weil die Regeln relativ kampflastig sind, aber du kannst sehr unterschiedliche Aspekte, du kannst auch die Aztec Blutmagier Task Force spielen oder was auch immer. Ja, also das Setting und das, was nachher was für Charaktere man spielen kann, sind eben auch nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Das ist natürlich richtig, aber ich finde, wenn ich jetzt mal zum Beispiel an 2 Spiele denke, die von ihrem Ansatz her relativ ähnlich sind, nämlich Siebte See auf der einen Seite
und Hexen 1733. Beide spielen im Endeffekt in einer Horror-Barock-europäischen Welt. Hexen 1733 sehr nahe an unserer Realität in Bezug auf Landkarten und so weiter, während die siebte See sich da also Freiheiten nimmt, Länder anders bezeichnet und generell also die Geschichte auch anders darstellt. Aber beide sind, wenn sie auch in den Welten teilweise ähnlich sind, dann eben auch sehr, sehr unterschiedlich von den Regeln. Also Hexen tatsächlich auch Action und siebte See mit einem sehr abstrakt gehaltenen Meta-Regelwerk, das es auch schwer macht, teilweise ohne wirklich komplett umzudenken, sich überhaupt in diese Welt einzufühlen. Aber könnte ich mit dem Regelwerk von siebter See auch die Hintergrundwelt von Hexen 1733 bespielen? Ja. Ja, grundsätzlich schon. Aber wenn ich mir die zwei mal so im Vergleich angucke, also wie gesagt, Spielstil ist ein komplett anderer. Das ist vollkommen klar. Ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das Abenteuer, was ich gerade in siebte See leite, dass ich das also mit Hexen spielen würde, dann würde sich zum Beispiel auch der komplette Aufbau des Abenteuers, die komplette Art und Weise, wie Encounter da drin beschrieben sind und so weiter, das würde sich alles absolut ändern. Mhm. Und auch von der Auswirkung her wäre es ganz anders. Ja, glaube ich, unbesehen. Aber das ist ja die Frage, wo hört dann Setting auf und wo fängt Abenteuer an? Oder der Plot, den man erzählt oder den man zusammen entwickelt. Ja. Also ich würde das schon trennen. Also Setting ist, also wenn ich sage, ich habe, das Setting ist das, was im Buch steht, sozusagen, erst einmal. Das muss man natürlich auch lesen und filtern und dann selber umsetzen und so, so ist es ja nicht. Wenn ich aber erstmal sage, okay, das Setting ist das, was im Buch steht und das ist so das, die Definition, dann ist es austauschbar. Es kommt natürlich was anderes dabei rum, weil ich nämlich Setting mit Regeln kombiniere. Ja, und dann eben, weil es, da sind wir beim Thema System Matters, kann da eben gegebenenfalls, und gegebenenfalls die Spieler natürlich auch nochmal, die haben natürlich auch ihre Vorlieben und Spielstile, und daraus ergibt sich dann quasi das Gesamtbild. Und das sieht dann logischerweise völlig anders aus. Ja, ich merke gerade, dass das Problem wirklich bei den Sachen ist, dass ich das nicht wirklich trennen kann, wenn ich über beide Spiele nachdenke. Dadurch, dass eben das eine wirklich ein, ich sag jetzt mal, Metaspiel ist, bei dem die Welt nicht so, ja, nicht so chaotisch auch ist wie bei Hexen, bietet sich da eben auch ein ganz anderes Gefühl von der Welt her. Hexen ist von vornherein sehr auf diesen blutigen Kampf und alles ausgerichtet, den ich mit dem System von siebte See eigentlich so nicht wirklich hinbekomme. Weil das eben von der Art her ganz anders ist. Also es ist, glaube ich, sehr schwer, bei den beiden die Systeme und den Hintergrund voneinander zu trennen, weil die sich schon bedingen. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Spielen ist. Also ob DSA auch so eng mit seinem Regelwerk verzahnt ist, wie es das jetzt ist. Oder ob ich da jetzt sagen könnte, ich kann genauso gut da eine D&D-Regel draufpacken. Naja, jein. Das Problem ist, glaube ich, dabei jetzt, dass D&D die Magie ja ganz anders spielt. Bei D&D musst du es ja praktisch, liest du es dir, merkst du es dir ein und hast dann so und so viele Anwendungen. Und dann gibt es Anwendungen oder Magiezauber, die du jederzeit wirken kannst. Und bei DSA ist es halt so, dass du praktisch alles jederzeit wirken kannst, aber du bist begrenzt durch die Astralpunkte. Bei D&D bist du durch die Anzahl begrenzt. Das DSA-Regelwerk hat ja auch einen sehr, sehr starken, ich sag mal, auch einen simulatorischen Ansatz, was die Darstellung der Kompetenzen der Charaktere angeht. Und diese Kompetenzen fußen natürlich auch auf den Charakteren und logischerweise die wiederum auf der Welt. Das heißt, die Regeln stellen am gewissen Rahmen auch die Welt dar. Und zwar in der Wechselwirkung. Also ich habe das auch beobachtet. Wenn du so ein System hast, das läuft relativ lange, dann denken natürlich Autoren auch irgendwie im Rahmen der Regeln. Also sie wissen halt, das ist mit den Regeln umsetzbar, also baue ich das auch ein. Und umgekehrt, die Regeln werden wiederum angepasst auf den Hintergrund. Wenn es irgendwo in einem Roman oder in der Hintergrundbeschreibung steht,
dass Caster-Sorte XY Himbeeren fliegen lassen kann, was ist ich, gack egal, dann wird das auch in den Regeln irgendwann niedergeschlagen, weil irgendjemand sagt, ich möchte gerne diese Art von Caster-Klasse spielen und da steht drin, der kann Himbeeren fliegen lassen, also will ich auch Himbeeren fliegen lassen können, da brauche ich Regeln für, weil Kompetenzen simuliert werden. Und dadurch sind die DSA-Regeln, haben halt eine sehr dichte Verzahnung mit dem Hintergrund. Was aber auch, glaube ich, daran liegt, dass sie wirklich nur auf diese eine Welt passen müssen. Und das ist ja bei D&D anders, weil D&D läuft halt in einer Welt wie den Vergessenen Reichen, also klassische Fantasy. Dann haben wir Ravenloft, wo es also mehr so um den Horroraspekt geht. Oder eben Dragonlance, was dann in eine noch epischere Richtung geht. Wenn ich es richtig die Regeln sind doch die gleichen, oder? Genau, die Regeln sind tatsächlich die gleichen mit kleinen Anpassungen. Aber es wird halt, man muss halt schon bei D&D, glaube ich, dann eben auch wirklich den Grundgedanken, es muss auf mehrere Welten passen, der ist, glaube ich, da noch vorhanden. Und wenn ein Spiel tatsächlich Shadowrun, glaube ich, genauso, ich würde nicht unbedingt jetzt sagen, ich nehme die Shadowrun-Regeln und platziere die in irgendeine andere Welt, also nutze die zum Beispiel für ein, keine Ahnung, Sonderkommandosystem in der Jetztzeit oder für ein Conan-Rollenspiel oder sonst irgendwas. Ja, selbst wenn ich denke, dass die Regeln einfach in einem gewissen Rahmen für ihre eigene Welt dann auch wirklich gedacht sind. Wobei man gerade bei D&D zum Beispiel auch sagen muss, auch wenn es mehrere Welten gibt, alle Welten müssen damit klarkommen, dass die Regeln, die Charaktere, die simulieren auch in gewissem Rahmen Kompetenzen, wenn auch sehr viel gamistischer, dass die damit leben müssen, dass es sehr, 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 sehr kompetente Charaktere geben kann. Also was weiß ich, so ein Level 18 Magier, kann ja mal vorkommen, ja, der muss in dieser Welt noch, oder die Welt muss damit noch klarkommen können. Ja, da muss irgendwie eine logische Erklärung oder irgendein Konzept geben, wie die Welt das macht. Ja, dass der nicht einfach sagt, es ist alles meins, ich hab drüber geleckt. Ja, und weil die halt diesen sehr massiven Power-Creep in ihrem System drin haben. Und daraus ergibt sich dann, wenn ich die Regeln schon habe und entwickle dann für diese Regeln eine Welt, dann baue ich die natürlich auch um die Möglichkeiten der Regeln drumherum. Das heißt aber doch, auch wenn ich jetzt selber mich an eine D&D-Welt heranmache und die möglicherweise auch mal irgendwann in diese Höhen bringen will, da muss ich dieses Design-Element auch mit betrachten oder meine Welt fällt möglicherweise irgendwann ab der 10. Stufe in sich zusammen, weil ich das nicht bedacht habe. Ja, oder was ich, das Stufe X-Charakter, Heilung zum Beispiel ist so ein typisches Thema, ja. Also so ein Priester, der kann natürlich ordentlich was wegheilen bei D&D. Dafür ist er halt da. Ist halt der in der Gruppe. Wenn es aber jetzt in der Hintergrundwelt viele Priester gibt, dann stellt Lebenspunkteverlust, der einen nicht umbringt, kein großes Problem dar. Das heißt, ich kann nicht gleichzeitig definieren, dass es große Hospitäler gibt, wo Leute monatelang wieder rumliegen, bis sie wieder gesund sind, weil sie sich das Bein gebrochen haben. Wenn man sich fragen kann, ja, wieso, wir haben da einen Priester, der soll dann irgendeine seine Kur Wunds draufschmeißen und dann ist gut. Mhm. Wie macht das D&D denn? Oder die Welt? Also ich kenne jetzt nur frühere Welten, muss ich zugeben. Also ich bin im aktuellen nicht so drin. Und es sind sehr, sehr unterschiedliche Arten, wie man daran gegangen ist. Also zum Beispiel bei Dragonlance gab es keine Kleriker, es gab keine Götter, die waren verschwunden. Und das heißt, man hatte also letztendlich keine Möglichkeit, sich heilen zu lassen. Man hatte zwar Zauberer, aber es gab eben nicht wirklich jetzt die Möglichkeit, sich ständig von einem Kleriker wieder heilen zu lassen. Das war ja Teil der Geschichte und auch Teil der Welt, selbst später noch. Ja. Entschuldigung, warte, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, und ganz anders aufgebaut war zum Beispiel die Welt von Dark Sun. Ich überlege gerade schon, wie sie heißt. Das war eine, im Endeffekt postapokalyptische Welt, in der man der Welt so viel, Arthas hieß sie, genau,
man hatte dieser Welt Arthas so viel Energie entzogen durch Magie, dass Magie kaum noch funktionierte. Das heißt, man konnte zwar ein unglaublich mächtiger Kämpfer sein, aber als Zauberer oder auch Kleriker, wenn ich mich recht entsinne, musste man erst genügend Energie sammeln und diese Energie der Welt entziehen, langsam oder auch schnell, das kam dann drauf an, um überhaupt noch einen Zauber wirken zu können. Machte man es langsam, war man sozusagen ein guter Magier, machte man es schnell und förderte damit im Endeffekt noch den Zusammenbruch der Welt, war man ein böser Magier. Und dadurch hat man das eben auch, ich sag mal, mit Hintergrundelementen in den Griff gekriegt. Ja, aber doch auch regelseitig, oder nicht? Also ich meine, da gab es natürlich auch Regeln für, aber diese Regeln basierten eben sehr stark auf dem Hintergrund. Wenn ich also sage, wenn du zaubern willst, dann zieh Energie aus der Welt, dann habe ich natürlich eine komplette Änderung der Welt. Ganz genau. Also auch der Regeln. Eben, also das heißt, man hat die Regeln angepasst auf diese Welt. Ja. Weil sonst, also so klassisches Problem bei vielen Fantasy-Systemen ist typische Situation, kennt man aus Filmen, ja, man ist irgendwie bei dem, keine Ahnung, wichtige Person mit wichtiger Information und man will gerade mit dem reden und zack, der wird irgendwie von einem bösen Assassinen von ihnen abgestochen oder mit einem Armbrustbolzen beschossen oder was auch immer, fällt um, kann aber noch in den letzten Sekunden seines Lebens sagen, oh, mein Mörder ist Ark. Und du weißt, okay, sein Mörder fängt vermutlich mit A an oder heißt Ark. Ja, sowas in die Richtung. Also dieser typische letzte Hinweis vor dem Sterben. Es funktioniert natürlich bei D&D, bei DSA ähnlich, funktioniert das halt überhaupt nicht. Weil A, man kann den halt heilen, ja, also regelseitig, ja, schmeißt da hier Cure Wounds, zack, bumm, der ist nicht tot, ja, oder wenn der stirbt, dann kann ich den bei D&D kann ich den relativ leicht wiederbeleben. Oder wenn auch das nicht funktionieren sollte, dann hole ich mir einen Nekromanten, dann frage ich ihn halt jetzt danach nochmal. Und so formt das natürlich auch den, also das ist dann etwas, was du im Spiel nicht darstellen kannst. Das ist nicht sinnvoll. Außer du fängst mit übelsten Kunstgriffen an, mit explodieren, zeitlich verzögerten, explodierenden Armbrustbolzen oder irgendwie sowas. Ja, also ich habe so eine Situation selber mal erlebt, wo ich also auch so eine Art Detektivfall aufgebaut hatte und dann konnte man also im Nachgang durch Anwenden eines Zaubers dem Toten noch drei Fragen stellen. Und das war eine ganz interessante Situation, weil es halt dazu gekommen ist, dass die Spieler sich jetzt überlegen mussten, okay, welche Fragen stellen wir ihm? Was weiß er denn wirklich? Weiß er, wer sein Mörder ist? Hat er nur eine Vermutung? Wenn er was sagt, stimmt das dann? Und so weiter. Aber es hat dann Lösung über eine Regelsetzung dann, zu sagen, du kannst halt nur drei Fragen stellen. Ja, ja, klar. Das stand auch in den Regeln so drin und ich sag mal jetzt einfach, die Welt, also ich in diesem Fall, musste jetzt in irgendeiner Form darauf reagieren und ich durfte natürlich nicht alles preisgeben. Das heißt, er hat also kryptische oder verwirrende Antworten gegeben, die aber entsprechend auch Hinweise enthielten und das war natürlich dann, ja, ich sag jetzt mal, gemein, aber wäre ich nicht gemein gewesen, wäre das Abenteuer zu Ende gewesen. Ne? Dann hätte er nämlich gesagt, ja, mein Mörder ist Ark und Ark ist der wahre Name meines Bruders, der den Thron haben will oder was auch immer. Und ja, das, aber also das, also um es, also um beim Thema zu bleiben, ja, es ist halt eine Anpassung, in dem Fall der Anpassung der Regeln an die in deinen Plot. Ja, in einem gewissen Rahmen schon. Das ist richtig. Naja, dann können wir aber doch, glaube ich, grundsätzlich sagen, grundsätzlich kannst du jede Welt mit jedem System spielen. Du musst bloß die regelseitige Anpassung an die Welt noch vornehmen, wenn du ein nicht dafür geschriebenes Regelwerk nimmst, weil nur das speziell darauf geschriebene Regelwerk schon praktisch das die Geschichte in Regeln gegossen hat. Ja, wobei natürlich dann das mehr oder weniger Aufwand sein kann. Also wenn ich versuche, mit My Little Pony Shadowrun zu spielen, kann man bestimmt, wird aber nicht einfach. Oh mein Gott.
irgendwie würde ich das jetzt gerne mal probieren. Ja, ich hatte heute eh noch was vor. Ich muss dann weg. Ja. Nee, aber es stimmt schon. Also, ich sag mal, ich kann mir jetzt sagen, Shadowrun ist mein Lieblingssystem und DSA, also Aventurien, ist meine Lieblingswelt und ich kombiniere die miteinander. Wie gut das funktioniert oder wie schlecht, also gut und schlecht jetzt immer in dem Sinne, wie viele Anpassungen muss ich vornehmen, damit das ein funktionierendes Gesamtwerk ergibt, das ist, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich. Und da ist halt auch wirklich die Frage, was suche ich mir aus? Also bin ich jetzt wirklich so scharf auf mein Regelwerk, dass ich jede Welt darauf anpasse? Oder fresse ich sozusagen auch mal die Kröte, ein Regelwerk zu nehmen, was ich vielleicht nicht so toll finde oder was ich noch nicht so gut kann? Ist ja auch manchmal so eine Sache. Und bespiele jetzt eine andere Welt mit dem dafür vorgesehenen Regelwerk. Hm. Ja, und es gibt, um mal den anderen Aspekt reinzunehmen, es gibt natürlich auch Spielsysteme, wo das Regelwerk zwar vorhanden ist und auch so ein gewisser Grundsatz an Informationen über die Welt, aber mehr ja nicht. Ich nehme jetzt mal Dungeon World als Beispiel. Als wir das erste Mal Dungeon World gespielt haben, war klar, es gibt Elfen, es gibt Menschen, und es gibt Zwerge und Ähnliches. Aber als wir dann angefangen haben, die Welt daraus zu entwickeln und eben aufzuschreiben, was haben unsere Charaktere aus den verschiedenen Rassen miteinander zu tun, dann haben wir doch eine Welt entwickelt, die eben sehr, sehr anders war als das, was man so aus dem üblichen, es gibt Elfen, Zwerge und Orks und Menschen und daraus machen wir jetzt eine typisch tolkienistische Fantasy-Welt, sondern das, was wir da gebaut haben, war also eine komplett andere Welt, die also mit ganz anderen, auf ganz anderen Hintergründen basierte und auf ganz anderen Ideen auch. Wobei es halt dann auch wieder der Punkt ist, dass bei diesem System der Weltenbau an sich ein Teil des Spiels ist. Behaupte ich einfach mal ganz frech. Das ist gerade abgehakt bei mir. Also der Sicherheitshalber, falls das irgendwie jetzt gefressen wurde. Also es ist halt anscheinend so, dass bei Dungeon World zum Beispiel der Weltenbau ein Teil des Spiels an sich ist. Ja, das ist auch so. Das ist also bei vielen, ich sag jetzt mal modernen Spielen, die legen eben diesen Fokus sehr stark. Dazu gehört Dungeon World, dazu gehört aber auch Fate, wo ich ja auch meine eigene Welt, meinen eigenen Teil der Welt schaffen kann. Bei Beyond the Wall würfel ich meine Charaktere am Anfang aus und da meine Welt, in diesem Fall das Dorf ist, in dem ich lebe, erschaffe ich das Dorf im Rahmen der Charaktererschaffung. Ich sage dann zum Beispiel, okay, ich bin der Sohn des Schmieds, also zeichne ich eine Schmiede ein. Dann kommt der Nächste und sagt, ja, und ich bin der Sohn des Müllers, es gibt also auch eine Mühle hier. Und jemand anders sagt, ich hatte eine Ausbildung bei der Kräuterhexe im Wald. Also Kräuterhexe im Wald wird eingezeichnet. Und so entsteht die Welt im Rahmen des Spiels. Also wenn ich meine Charaktere mache. Das ist super spannend für diese einzelne Gruppe, weil die natürlich genau weiß, wie ihre Welt aussieht. Weil sie haben sie ja selber sich ausgedacht. Und dann gucken die auf ihre Karte und dann sehen sie, ah ja, da im Wald, das ist die Kräuterhexe, das kenne ich. Das hat hier der Patrick hat das gemalt und da drüben ist die Schmiede, die hat also dann der Daniel gemalt oder sonst irgendwas. Und auch wenn ich die Welt größer mache, was ja mit Beyond the Wall auch möglich ist, auch dann entwickle ich die Welt tatsächlich selber. Das heißt, ich entscheide selbst, okay, wo sind jetzt die Barbaren, von denen ich gehört habe? Wo sind die Drachenhöhlen oder was auch immer? Also das ist ja natürlich eine ganz andere Zielsetzung auch, weil man eben, wenn ich zum Beispiel sage, ich spiele Shadowrun, bespiele ich auch den Hintergrund von Shadowrun. Und das ist natürlich bei einem Spiel, das quasi als Spielelement hat, den Hintergrund zu erschaffen,
ja gar nicht der Fall. Das heißt, die Zielsetzung ist im Kern eine andere, was das angeht. Das ist richtig, wobei ich auch da natürlich Elemente verbinde. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt das Abenteuer um die Drachenhöhlen spielen will, dann gibt es irgendwo auf dieser Welt Drachenhöhlen. Das sagt der Spielleiter. Warum? Weil er das Abenteuer dazu spielen will. Und wo die dann liegen, das ist dann wiederum meine Sache. Also das ist so ein bisschen eine Kollaboration zwischen einem vorgegebenen Hintergrund oder vorgegebenen Hintergrundelementen und dem, was dann die Spieler draus machen. Ja, also es ist halt nichtsdestotrotz am Ende eine andere Zielsetzung des Spielers. Es ist ja nicht schlecht, also es ist nicht irgendwie, dass ich das negativ sehen würde, ich meine das nur. Nee, so war es auch jetzt nicht gemeint, aber es ist eben nicht, du hattest vorhin zum Beispiel mal gesagt, vielleicht habe ich ja auch gar keine eigenen Ideen. Der Vorteil bei so einem Spiel wie Beyond the Wall ist tatsächlich, ich bekomme diese Ideen praktisch geliefert. Ich bekomme zumindest Anreize geliefert und dann setze ich diese Ideen in meine eigene Welt um. Ich kann natürlich auch immer noch ganz eigene Aspekte reinbringen, auch das ist vorgesehen, aber es ist jetzt nicht so, dass mich das Spiel allein lässt und dann sagt, so, hier, mach mal was, da hast du eine Karte, mal irgendwo was hin. Also ganz so läuft das dann auch nicht ab. Bei Dungeon World kann das dann schon eher passieren, weil da ja wirklich die Geschichte von den Spielern ausgehen soll und der Spielleiter im Endeffekt nur reagiert. Das heißt, alles, was also bei Dungeon World in die Welt reingebracht wird, kommt tatsächlich, so zumindest idealerweise die Vorstellung, von den Spielern, weil die sagen, hey, da haben wir jetzt Bock drauf zu spielen. Wir wollen jetzt nicht in die Drachenhöhlen, sondern wir wollen in den Trollwald. Und der Spielleiter muss sich dann ausdenken, was ist denn der Trollwald? Ja. Ich weiß nicht, ob das, also das wäre nämlich auch meine Frage dann so in diesem Bereich. Wie seht ihr das? Kommt man mit sowas besser klar? Kommt man mit sowas ungefähr gleich gut klar? Wie seht ihr das? Was würdet ihr da am liebsten machen? Das kommt auf einmal, was man spielen will. Also. Und auf den Spielleiter. Weil wenn der Spielleiter da keine Lust oder es vielleicht auch nicht kann. Naja, eigentlich, wenn man Spielleiter ist, dann kann man es normalerweise. Also gehe ich davon aus, er halt keine Lust hat, das so zu machen, weil du musst ja dann on the fly mehr oder weniger das alles machen. Aber ich will es unbedingt mal spielen und einer aus meiner Shadowrun-7.See-Runde, der macht jetzt bald einmal ein Dungeon World-Abenteuer. Da bin ich schon gespannt. Also wie gesagt, ich habe es einmal, also Dungeon World habe ich einmal gespielt und ich fand also sehr gut diese Charaktererschaffung, / Welterschaffung. Die fand ich also super, das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Leider hat sich das, diese Welt und vieles davon dann nachher in dem ersten Abenteuer, das wir also danach gespielt haben, nicht so wiedergespiegelt. Allerdings war das auch noch zu einer Zeit, wo das also noch ein sehr, sehr neues Konzept war. Und ich würde das heute sehr gerne mal mit den Leuten von System Matters spielen, die das ja tatsächlich rausgebracht haben, die sich eben auch sehr viel damit beschäftigt haben. Mhm. Weil das klang schon sehr interessant, was ich also darüber gehört und gelesen habe. Ja, dann fragst du doch mal, ob wir das nicht spielen wollen. Das wird, ja, gefragt habe ich schon, aber bis jetzt haben wir noch keine Zeit dafür gefunden. Die wohnen ja bei mir um die Ecke, das wäre also nicht das Problem. Hm. Das, darum kenne ich zum Beispiel auch Beyond the Wall, weil das wollte ich am Anfang nämlich auch überhaupt nicht spielen, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, so ohne irgendwas kann man das überhaupt spielen. Und das hat eben, wie gesagt, wahnsinnig viel Spaß gemacht, dann wirklich alles gemeinsam zu entwickeln und ja wirklich diesen gemeinsamen Hintergrund zu haben. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt da auf Dauer eine Kampagne drin spielen wollen würde, weil was mir so ein bisschen fehlt, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen selbstherrlich, aber ich möchte als Spielleiter eben selber so ein bisschen das bestimmen, was in meiner Runde gespielt wird. Also zumindest so die Grundidee. Weil sonst werde ich nachher in irgendeine Ecke gebracht, spielerisch meine ich jetzt, die ich vielleicht gar nicht bedienen kann oder möchte. Mhm. Ja, dann bin ich auf einmal in irgendeiner Intrigenkampagne
am Hof von irgendeinem Königreich und das macht mir eigentlich überhaupt keinen Spaß, aber meine Spieler finden das total toll. Und weil ich eben die ganze Zeit der Spielleiter in dieser Welt war, muss ich das jetzt eben auch spielen, dann würde ich wahrscheinlich gucken, ob ich die Spielleitung nicht an einen der Spieler abtreten kann und sage, okay, hier würde ich vielleicht mal eine Zeit lang als Spielleiter aussetzen, weil ich das einfach nicht nicht leisten kann oder will. Mhm. Und auch da ist ja so ein bisschen, auch da kommen wir wieder an den Punkt, da vermischen sich so ein bisschen Hintergrund, ich sag mal, der Spielwille der Spieler und das Regelwerk so ein bisschen miteinander, weil wenn ich halt ein Spiel habe, bei dem alles vom Intrigenspiel, also sozialer Kampf und ähnliches, abgebildet ist bis hin zu irgendwelchen normalen Kampfsituationen oder auch Erforschungen oder Ermittlungen, dann habe ich eben eine sehr viel größere Bandbreite, als wenn ich ein Regelwerk schon habe, das, ich nehme jetzt mal als Beispiel wieder Trail of Cthulhu, mit Trail of Cthulhu oder Gumshoe, dem System dahinter, kann ich eigentlich nur Ermittlungen spielen. Für was anderes ist das eigentlich gar nicht gedacht und eigentlich nicht geeignet. Und das heißt, da gebe ich auch den Weltenhintergrund oder naja, zumindest das Spielelement schon so ein bisschen vor. Habe ich natürlich jetzt ein Spiel wie, keine Ahnung, Savage Worlds, Fate, GURPS, wo eigentlich jede Spielweise und jede Welt irgendwie möglich ist, dann habe ich natürlich eine viel größere Bandbreite, die ich dann gegebenenfalls auch abdecken muss. Vielleicht auch gegen meinen Willen. Willen in Anführungszeichen. Also das praktisch, ja, das System sollte zur Welt passen, ansonsten wird es schwierig, es umzubauen. Es sollte auch zu dem passen, was ich spielen will. Und auch, was meine Spieler spielen wollen. Also wenn ich mich hinsetze mit Leuten, die sagen, wir wollen jetzt hier richtig geilen Action-Scheiß erleben, ne, auf die Fresse, und ich spiele dann mit denen Gumshoe, ich glaube, das funktioniert nicht. Und genauso werde ich die nicht in eine Welt packen, wie den Cthulhu-Mythos, wo ihre Charaktere im Grunde genommen sich ausrechnen können, so, wir brauchen 3 Spielsitzungen, dann sind wir mit genügend Monstern zusammengekommen, dann sind wir wahnsinnig oder tot. Auch das ist für jemanden, der so leistungsorientiertes Spiel oder herausforderungsorientiertes Spiel haben möchte, ist das, glaube ich, eine Todsünde, in so eine Runde zu gehen. Weil da hat er keinen Spaß dran. Und das ist ja auch vollkommen nachvollziehbar dann. Ja. Dann habe ich noch eine Frage, um auf den Anfang zurückzukommen. Ist es jetzt besser, wenn die Welt ausgearbeitet ist, also wenn es viele Regionalbände, Städtebände etc. gibt oder nicht? Ja, es kommt ganz so die Antwort, es kommt halt drauf an. Also ich sag mal so, wenn ich bereit bin, die Menge an Wissen, die vorhanden ist, darauf anzupassen, was ich spielen will, dann ist das gut. Weil es kann ja 50 Bände für Aventurien geben. Wenn ich jetzt sage, für mich sind aber nur 2 davon relevant, weil das sind die Bereiche, in denen ich spielen will, der Rest ist für mich, ja, keine Ahnung, weiße Flecken auf der Landkarte oder auch einfach etwas, wo man vielleicht nur, ich sag jetzt mal, gerüchteweise von gehört hat, dann ist das, glaube ich, sehr gut, weil sollten meine Spieler mal auf den Gedanken kommen, eben, keine Ahnung, in das Nachbarkönigreich zu reisen, weil sie irgendwas gehört haben, was sie daran interessiert, dann habe ich die Möglichkeit, mir das entsprechende Material zu holen, das vorzubereiten und weiter zu nutzen. Aber ich kann auch, glaube ich, genauso gut mir Sachen aus anderen Spielen klauen. Weil wer hindert mich jetzt in Aventurien plötzlich, keine Ahnung, die Drachen von Kryn, also der Drachenlanze-Welt, auftauchen zu lassen? Damit ändere ich zwar komplett Aventurien,
aber ich mache es vielleicht dann zu meinem Aventurien, weil ich halt so große Drachen und Kriege um die Drachen einfach cool finde. Hm. Ja, aber dann spielst du es ja eher des Systems wegen, als nicht wegen des Settings. Ja, vielleicht finde ich aber auch große Teile des Settings einfach cool und sage, ich möchte jetzt andere Sachen, die mir da noch fehlen, rein übernehmen. Ja, also Aventurien ist toll, aber es wäre noch toller, wenn irgendwo auf dem südlichen Kontinent die großen Alten leben würden. Und die versuchen jetzt gerade nach Aventurien überzusetzen mit ihren Kulten und so weiter. Das finde ich dann richtig cool. So will ich DSA spielen mit Cthulhu. Ja, ich denke auch schon seit einiger Zeit über einen DSA Warhammer 40k Crossover nach. Bin da aber auch noch nicht so wirklich weitergekommen. Mit Cyberpiraten. Ja, das sind dann, wie heißen die? Rogue Trader. Also ja, irgendwie schon Cyberpiraten im weitesten Sinne. Ja, aber es würde ja gehen. Einfach am Himmel taucht die imperiale Flotte auf und sagt, willkommen, ihr seid jetzt im Reich. Ja, oder also tatsächlich, ja, das wäre natürlich jetzt sehr, sehr massiver Eingriff. Also mein Plan war tatsächlich ein verschollenes oder eins von diesen Handelsdingern, die ein Freihändler, der einen Antriebsschaden hat, der irgendwie jahrelang durchs Nichts geleitet, nachdem er aus dem Warp rausgeflogen ist, irgendwie halbe Besatzung tot, der Astropath, den hat es auch zerrissen. Man ist aber irgendwie lebend wieder rausgekommen und treibt halt jetzt auf diesen kleinen Planeten zu, der offensichtlich eine lang vergessene Feudalwelt ist, in der man offensichtlich Imperator immer noch im Hinterkopf hat. Die haben irgendwie einen Sonnengott, der irgendwie da Imperarios oder so. Und man braucht halt jetzt einen neuen Astropathen und neue Besatzung und landet also damit seinem Shuttle und guckt mal, was so geht. Lustigerweise sind Astropathen Psioniker mit im dritten Auge, glaube ich, bei 40k. Und es gibt ja bei DSA auch Magier mit dem dritten Auge. Die sind irgendwie, ich glaube, der Horas, also der Chef vom Horasreich ist einer. Und der Horas muss man halt dann. Genau, den müsste man halt dann einkassieren und mitnehmen, was halt nicht so einfach wird. Selbst wenn man eine Laserkanone hat, wenn die anderen Feuerbälle werfen können. Ja. Das ist irgendwie pervers, aber das klingt tatsächlich auf eine seltsame Art und Weise sogar machbar, finde ich. Also das klingt jetzt nicht vollkommen absurd, sondern du hast da also wirklich, glaube ich, die Möglichkeit, sehr seltsamen Crossover, also für viele Leute dann sehr seltsam zu machen, der aber trotzdem logisch bleibt. Ja, also die Welt hat offensichtlich ein leichtes Chaos-Problem. Ja, es gibt offensichtlich Dämonen zum Beispiel und es gibt Psioniker, die da irgendwie, die nicht sehr stark sind, aber die da irgendwelche komischen Sachen machen können. Also das kann man eben dadurch, dass Warhammer 40k natürlich durch Warhammer wiederum einen sehr starken Fantasy-Touch hat, ja, kann man da, das ist eigentlich kein großer Aufwand. Man muss halt ein bisschen reindenken. Aber wenn man das gerade eben eher in so einer kleinen Größe macht, eben mit einem einzelnen angeschlagenen Freihändler, der eben dann auch eben nicht die technischen Mittel der imperialen Flotte hat, die einfach sagt, Ding Dong, wir sind da, gibt uns 50.000 Soldaten, sonst verhauen wir euch. Da funktioniert das eben durch das Powerlevel, das dadurch angeglichen wird. Ich denke mal generell, also wenn ich mir Crossover angucke, kann man, glaube ich, sehr, sehr viele Sachen machen. Ich weiß, dass wir also mal eine Private-Eye-Runde war es im Endeffekt hatten, also Detektive im viktorianischen Zeitalter. Und zwar haben wir Jack the Ripper gejagt und es stellte sich nachher heraus, dass Jack the Ripper tatsächlich jemand war, der Aliens gejagt hat, also die Aliens aus dem Film. Alien. Und darum hatte er also die Prostituierten ermordet, weil die waren nämlich von solchen Aliens befallen, ohne es zu wissen. Und er musste verhindern, dass die eben nach draußen kommen und hat daraufhin eben immer weiter gesucht, bis er die alle gefunden hat. Und das Ganze, wir haben ihn also immer weiter verfolgt und nach dem fünften Mord sind wir also dann ihm letztendlich in eine unterirdische Höhle gefolgt, wo dann tatsächlich eben Alien-Eier und so weiter drin standen. Und wir hatten vorher das nicht bemerkt,
Es waren zwar so einige Hinweise drauf gewesen, aber die hatten wir tatsächlich nicht verstanden. Und dann kamen wir plötzlich in diese Höhle und wir kannten natürlich alle die Filme und dann saß der Spielleiter da und beschrieb also genüsslich, wie so ein Nebel über diese Eier waberte, die in denen bewegte sich was. Und dann wir alle so, ach du Scheiße. Also ich glaube, dass man Welten tatsächlich sehr schön, also ich bin ein ganz großer Freund von solchen Crossovern, weil man spielt halt auch so ein bisschen mit dem, was die Spieler erwarten oder auch der Leser, wenn ich das jetzt in einem Buch mache, weil jeder erwartet dann halt, keine Ahnung, Sherlock Holmes, es wird schon alles gut ausgehen und es geht auch alles ohne irgendwas Übernatürliches aus. Ja, und dann plötzlich tauchen die Aliens auf. Das ist dann auch eine Überraschung für den Leser oder Spieler. Ob das dann als Gimmick betrachtet wird oder ob es wirklich funktioniert, ich glaube, das ist dann eine Frage der Umsetzung. Also wie gut funktioniert das? Also zum Beispiel das, was du gerade geschildert hast, Jens, klingt für mich jetzt so, als ob das total funktionieren würde. Auch wenn wahrscheinlich ein reiner DSA-Spieler sich jetzt also schon die Hände auf die Ohren schlägt und schreit, nein, nein, das haben sie nicht gesagt, das funktioniert nicht, das ist nicht Aventurien. Ich glaube, das ist schon längst passiert. Wenn das ich irgendwas sage, von daher macht das auch nichts mehr. Ich würde aber sagen, wenn du das jemals meistern möchtest, dann sag mir Bescheid. Ja, ich bin auch dabei. Ich arbeite noch am Konzept, wobei es auch nicht so einfach ist, weil ich noch nicht weiß, ob es DSA-Regeln oder ich habe die Warhammer-Regeln, also die von Wrath and Glory noch nicht gelesen, ob man die sinnvollerweise verwendet. Ich bin ja noch so ein bisschen unentschieden. Na, die Frage ist ja, auf welcher Seite man spielt. Auf Seite der Freihändler oder auf Seite der Aventuria? Ja, idealerweise sollte es ja eigentlich auf beiden gehen. Ne? Aber ich weiß es noch nicht so genau. Das sind so die Grundfragen, wie man es nachher aufsetzt. Aber technisch gesehen halte ich das für durchaus machbar. Jo. Ist auf jeden Fall interessant. Mhm. Schreib uns beide ein. Genau, es wird der nächste Kickstarter dann. Ja, dann nächste, übernächste, mal gucken. Ich habe noch einen Sack voll Ideen hier rumliegen. Oh ja, das kenne ich. Die habe ich auch hier auf meinem Rechner. Das ist ganz schlimm. Darum ist das, dass man es macht. Ja, und darum ist vielleicht auch so der Gedanke bei mir auch so, wenn ich auch eine ausgearbeitete Welt brauche, zumindest so zum Spielen, ich werde sie mir wahrscheinlich eher selbst erfinden. Wenn ich nicht jetzt sage, ich möchte gern in einer vorgegebenen Welt spielen, das mache ich natürlich auch. Aber ich habe jetzt auch keine Angst davor zu sagen, ich möchte jetzt eine Steampunk-Welt haben und diese Steampunk-Welt, die überlege ich mir jetzt selber. Die möchte ich jetzt mir selber ausdenken mit meiner Steampunk-Technologie, mit meiner Art Magie oder was auch immer da jetzt mitspielt, würde ich also gegebenenfalls auch machen, auch wenn das eben viel Arbeit ist. Aber dann habe ich halt auch so das Gefühl, ja, das ist jetzt wirklich meine Welt und da muss ich auch keine Kompromisse eingehen. Aber ja, wobei man natürlich jetzt die Frage stellen kann, wenn ich die jetzt dezidiert ausdefiniere, habe ich ja wieder eine vordefinierte Welt, mit der ich dann wieder arbeiten kann. Ja, aber das ist so ähnlich wie, ich baue mir ein eigenes Regelsystem, weil die anderen Regelsysteme liefern alle nicht das, was ich möchte. Jetzt schreibe ich mir ein eigenes Regelsystem, das liefert dann genau das, was ich möchte. Möglicherweise finden alle anderen Rollenspieler auf dieser Welt das Ding grauenvoll, aber für mich ist es dann genau richtig und genauso ist es ja in der Welt. Wenn du es schreibst und du bringst es raus und Leute kaufen das und die spielen das dann. Dein Hintergrund, dann ist es ja wieder ein kodifizierter Hintergrund. Dann ist es einer. Aber eben für die anderen Leute. Für mich ist es halt immer noch meine eigene Welt und die kann ich auch immer noch verändern, solange ich sie nicht irgendwie sozusagen offiziell herausgebe, also einen Kanon erstelle. Ja, kann ich ja jede beliebige Änderung noch durchführen, solange sie zu dem passt, was ich bislang erzählt habe. Für meine Kampagne, für meine Gruppe. Mhm. Und dann irgendwann wird sie zum Kanon. Dann bringe ich sie raus. Und dann spielt eben irgendjemand Europa 1900. Und wenn er Europa 1900 spielt, dann weiß er eben ganz genau,
Bayern ist eine völlig zertrümmerte Wüstenei, die im Krieg zwischen Preußen und dem Osmanischen Reich vollkommen zerstört wurde. Ja, wenn er dann bei dir spielt und du denkst dir, was meine Welt, ich ändere das mal eben, weil ich eine WCG für Bayern habe, weil das Oktoberfest stattfinden soll. Und dann sagt er ja, Moment, hier in dem Buch steht aber, das ist alles kaputt. Das ging so immer noch. München ist immer noch eine belagerte Stadt, die existiert noch. Nein, das ist halt, was ich halt meine, ist halt tatsächlich, ich kann jetzt eben diese Welt für mich entwickeln und solange ich die Leute nicht nach Bayern geschickt habe oder ihnen irgendwas über Bayern erzählt habe, kann ich Bayern eben noch komplett so umbauen, wie mir das Spaß macht. Wenn ich ein Oktoberfest haben will, dann habe ich halt jetzt ein Oktoberfest und nicht ganz Bayern ist zerstört, sondern nur die Hälfte. Was, dass ich dann auch wiederum im Gedanken, wenn man das weiterführt, wenn ich jetzt eine vordefinierte Welt verwende, und meine, also in deinem Fall ist es ja so, dass die anderen Spieler gar nicht wissen, was in Bayern sein könnte, weil du es ihnen noch nicht gesagt hast, weil du es dir noch nicht ausgedacht hast. Und bei einer, also sagen wir mal, kanonifizierten Welt, ja, wenn da die Spieler diese kanonifizierte Welt auch nur durch dich als Spieler erkennen, kannst du es ja genauso machen. Das ist richtig. Aber wenn ich zum Beispiel DSA spiele und ich sage dann, die Torwaler, das sind eigentlich sowas wie Griechen. Und so habe ich das auch definiert. Und irgendeiner nimmt dann ein Buch über Torwal und sagt, hä, die sind ja ganz anders. Ja, also das, ja? Das ist halt eben, die Sache ist Informationsvermittlung, beziehungsweise wer welche Information hat. Also solange du als Spielleiter quasi das Portal zur Welt bist, ist es kein Problem. Und eigentlich ist es dann auch kein Problem, wenn der wenn es Konsens in der Gruppe ist, dass die gemeinschaftliche Weltenentwicklung eine höhere Relevanz hat, als das, was in den Büchern steht. Richtig. Wenn das nicht mehr der Fall ist, wo du einer zwischen sitzen hast, der sagt, ja, Moment mal, aber im Alaska-Quellenband steht aber auf Seite 35, dass Torwaler eigentlich Italiener sind. Und deswegen ist das alles scheiße, was du machst. Dann hast du natürlich ein Problem. Aber es ist halt dann Sache des Gruppenkonsenses, ob das funktioniert oder nicht. Genau. Der berühmte Gruppenvertrag, den man nie wirklich so abschließt, der aber so unterschwellig immer da ist. Genau. Also im Endeffekt nehme ich mir, entweder ich spiele nach dem Grundregelwerk, sag ich mal, wo die Grundwelt mit erklärt ist, oder jetzt DSA zum Beispiel, ich habe das Grundregelwerk und den Almanach und den Rest der Welt entwickle ich mir dann selber. Oder ich sage, okay, ich nehme das Angebot des Verlages an und hole mir diese Extraprodukte, Regionalbände etc. Und ja, nicht zwingend. Das kommt, also das, wie gesagt, eigentlich ist es eher eine Sache von dem, was du willst. Wenn du gerne also die Stärke von Aventurien ist eben Aventurien an sich. Also das Erleben dieser Welt, die sich auch entwickelt über irgendwie Jahrzehnte hinweg und manchmal so ein bisschen lindenstraßenmäßig, irgendwelche NSCs mit anderen NSCs irgendwas machen und dann passieren tolle Sachen, Dinge explodieren und dann kommen irgendwelche, keine Ahnung, Dämonen um die Ecke gerannt oder sowas. Ja, da passieren halt Dinge und das ist für die Leute sehr spannend. Die beschäftigen sich also auch außerhalb des Spiels damit. Und wenn ich diese Welt quasi so erleben möchte, ja, dann ist natürlich sehr angenehm, wenn ich auch viel habe, also wenn die Lindenstraße nicht nur 3 Folgen hat, sondern 200. Und wenn ich eher sage, ja, wir spielen halt in Aventurien, ich nehme das, was ich brauche, weil wir spielen halt in Torwal, also habe ich mir jetzt irgendwie ein Torwal-Buch besorgt und alles andere, also wie jetzt das im Süden aussieht, ist mir eigentlich Jacke wie Hose, weil da spielen wir sowieso nicht. Da geht das auch. Und wenn ich aber irgendwas ändere und weil ich es witzig finde, dass es kleine blaue Männlein mit weißen Mützen gibt, die irgendwo in Bergen wohnen, in Pilzen, weil ich das ein witziges Spielelement halte, ja, dann ist das auch eine Ordnung, solange das innerhalb der Gruppe, im Gruppenkonsens quasi ist, zu sagen, ja, klar, mach, was du willst, Spielleiter. Sache macht Spaß. Also das ist eine Frage, was ich spielen möchte und wie ich spielen möchte und wie ich dann mit diesem Angebot umgehe. Das ist ein wichtiger Punkt. Es ist nur ein Angebot. Es ist keine Pflicht. Ja, es kommt also niemand vorbei und verprügelt einen, weil ein Mann einen bestimmten Hintergrundband nicht erworben hat. Ja, es gibt Leute, die sammeln die finden das sehr wichtig, alles zu haben zum Beispiel oder alle wichtigen, die für irgendwie für ihr Thema relevant sind. Aber das ist ja keine Verpflichtung. Also es ist eine Selbstverpflichtung vielleicht, aber so alles. Ich glaube, wichtig wird es nur dann, wenn man tatsächlich offiziell dafür arbeiten, schreiben will. Weil dann kann ich eben nicht mehr die Torwaler zu Griechen machen. Das funktioniert dann nicht.
Auch wenn ich das in meiner Kampagne vielleicht so gespielt habe. Und dann muss ich halt tatsächlich wieder auf das offizielle Material zurückgreifen. Und ich kann auch dann kein Cthulhu-Abenteuer schreiben, ne, wo die Leute mit einem 5-Mann-Trupp losziehen und sagen, so, und jetzt werden wir Cthulhu hier richtig in den Arsch treten. Ja, und sie finden heraus, dass Cthulhu eigentlich ein Tintenfisch in einem Eimer ist. Ja, genau. Das geht halt nicht. Aber das, weil es eben die Leser und Spieler, die natürlich eine gewisse Plausibilität in ihrer Welt haben wollen, also eine innerweltliche Logik haben wollen, was ja nachvollziehbar ist, was ja wichtig ist, vor den Kopf stößt, weil ich halt irgendwas geändert habe und auch sehr massiv geändert habe und dann einfach hier, ab heute ist Cthulhu ein Tintenfisch in einem Eimer. Schönen Tag. Da fühlen Leute sich dann so ein bisschen verarscht. Und deswegen ist Recherche bei komplexen Hintergrundwelten natürlich auch nötig und wichtig und natürlich auch aufwendig. Ich weiß noch, dass es mich damals, ich hatte mal eine Zeit lang das Interesse und auch das Angebot, bei DSA mitzuarbeiten. Und es hat mich nachher wirklich rausgeschossen, wie viele Sachen ich dafür lesen musste. Ja, das ist halt und eben. Ja. Das war für mich nicht mehr zu leisten, weil ich hätte ungefähr ein Jahr erstmal müssen, bevor ich überhaupt in der Lage gewesen wäre, da einzusteigen. Und da habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht leisten, das klappt bei mir nicht. Ja, aber das ist eben das Ding, da diese Stärke, dieser Metaplot und die Dichte der Welt ist natürlich in der Produktion auch sehr aufwendig. Ja, also dass damit dieses Erleben da ist, damit man dieses Gefühl hat, ja, dass diese Welt funktioniert irgendwie, das tut sie natürlich jetzt aus, was ich, wirtschaftswissenschaftlichen oder historischen Sicht natürlich nicht, weil es eben auch eine narrative Welt ist mit den Spielgründen. Aber dieses Gefühl, dass alles irgendwie zusammengreift und dass es alles richtig ist und dass die Post die Beilunker Reiter ist und die heißt dann auch so und die haben ein bestimmtes Logo und das ist wiedererkennbar. Und wenn ich dann in einem Abenteuer irgendwas spiele und was erlebe und ich treffe die Leute oder ich treffe die gleiche Situation in einem anderen Abenteuer wieder an, dann ist es immer noch so. Ja, und dann weiß ich, ja, cool, ich merke, dass ich wirklich ein Teil dieser Welt bin. Dass es also nicht einfach nur beliebige Handlungen sind, ja, wie bei einer alten Star Trek-Serie, ja, wo einfach jeder Plot einmal geschlossen ist und einen Tag später haben sie alles wieder vergessen, was da passiert ist. Und es geht wieder vorne los, sondern dass es tatsächlich das Gefühl gibt, dass diese Welt wirklich existiert und lebt. Und das ist, glaube ich, gerade für diese sehr ausgiebig beschriebenen, mit Metaplot versehenen Hintergründe wie Vampire, wie Shadowrun, wie ich weiß nicht, wie stark das bei Forgotten Realms ist, aber ich glaube, es geht auch schon so in die Richtung. Und natürlich auch bei DSA ist es eben sehr wichtig, ja, dass es in sich funktioniert. Und das ist natürlich eine Herausforderung für die Autoren, ganz ohne Frage. Und wenn man das nicht leisten kann oder will, ja, dann nicht. Also da kann man vielleicht noch hingehen, was durchaus funktioniert, dass man sich irgendeine Ecke sucht, wo man sagt, okay, ich möchte irgendwas in Nostria machen oder Andergas oder irgendwo anders. Ja, also vielleicht nicht unbedingt das komplexe Politikspiel im Mittelreich, wo irgendwie schon Generationen von Autoren sich drin ausgetobt haben, wo es irgendwie komplexe Setzungen gibt. Sondern ich suche mir eine Location aus, die ein bisschen kompakter ist, dann ist es auch es ist gar nicht so viel Aufwand. Wenn ich ungefähr weiß, wie DSA funktioniert und ein bisschen Ahnung von Aventurien habe, dann geht das. Kann ich aus Erfahrung sagen. Und es ist deutlich größerer Schmerz, wenn ich dann sage, und jetzt mache ich ein Buch über das Kaiserreich und dessen Hof und wie er durch die Gegend reist. Das ist ein Schmerz an diversen Körperteilen. Ja, aber ich denke mir, wenn man das richtig hinkriegt, dann hat man eben auch für den Spieler, der diese Immersion in die Welt wirklich sucht, hat man dann natürlich auch was Besonderes geschaffen, der dann sagt, oh ja, das Gefühl, das kenne ich, das habe ich da und da schon gehabt. Und für jemand anders, der das nicht kennt, sollte es dann aber trotzdem funktionieren. Das heißt, ganz schlimm finde ich das, also ich habe das also bei einigen Abenteuern in anderen Spielen erlebt, da musste ich wirklich bestimmte Abenteuer gespielt haben, sonst habe ich nicht verstanden, was in diesem Abenteuer passierte. Jo, das ist natürlich ein bisschen blöd. Also, wenn die aufeinander aufbauen, dann nicht. Das ist so nach dem Prinzip, ich habe jetzt Band 3 des Romans gelesen, ich habe die Handlung nicht verstanden. Aber wenn die nicht offiziell regulär aufeinander aufbauen, also quasi eine Art
ja, was eine Kampagne ist oder so eine Kette oder sowas, ist natürlich blöd. Ne? Also das ist natürlich schon ausgesprochen unerfreulich. Ansonsten dieses Wiedererkennen, das ist natürlich in jeder Welt toll, weil auch wenn ich mir eine eigene Welt ausdenke, egal ob ich das jetzt mit den Spielern mache oder ich als Spielleiter, und es tritt eben immer wieder ein und dieselbe Gruppierung auf, die die Spieler gerne mögen, weil die ihnen schon mal geholfen haben. Ja, was weiß ich, die Ritter von der traurigen Gestalt oder sonst irgendwas. Und die tauchen eben immer wieder auf und die haben immer wieder die gleiche Bedeutung und haben immer dieselbe Aufgabe auch in der jeweiligen Geschichte. Dann ist das, glaube ich, auch schon so ein Element des Wiedererkennens, was auch die Welt zu etwas Besonderem macht. Weil ich glaube, das ist ja eigentlich das, warum ich eine Welt haben will. Sie muss ja irgendetwas transportieren, wo ich sage, yo, das ist für mich das Besondere an dieser Welt. Darum möchte ich jetzt Aventurien bespielen und nicht Kryn oder die Vergessenen Reiche oder was auch immer. Ich muss ja irgendetwas finden, was mich jetzt da anspricht. Also ich habe das tatsächlich letztens eine Dorpcast-Folge gehört. Ja, einen schönen Grüße an die Kollegen von Dorpcast, da drüben irgendwo, wo sie auch erzählt haben, dass sie hatten DSA gespielt und einer war Spielleiter und der wusste, sie haben einen Spieler dabei, der ist total der Hintergrundspezialist, der weiß voll Bescheid. Und deswegen hat er, als sie irgendwie sich mit dem Schwarzmagier rumgezankt haben, hat er einfach nur beschrieben, was für Handbewegungen der macht. Und der Spieler, weil er halt als Spieler dieses Spezialwissen hatte, konnte daraus ableiten, was der gerade macht. Ja, also er wusste, okay, jetzt gleich kommt ein Feuerball um die Ecke so ungefähr. Und was denn war, weil dieses Spezialwissen, das kein Mensch braucht ansonsten in seinem Leben, außer für DSA-Spielen, war halt zu was Nutze. Ja, der wusste was und das war cool. Ja, und er konnte im Spiel damit was anfangen, weil er weil ihm diese Setzung bekannt war, welche Handbewegung man machen muss, um Feuerball zu machen. Ja. Und das sind natürlich dann auch die Momente, wo für diesen Spieler zumindest das eben auch wirklich funktioniert, wo er sagt, wow, das ist jetzt, darum mag ich jetzt meinetwegen DSA oder welche Welt. Und für jemand anders ist es vielleicht ein ganz anderes Element. Für den ist es dann eben, wenn er in der Dark Sun Welt Arthas spielt, dann ist es dieser Moment, wo er eben auf so einen Magier trifft, der die Welt weiterhin zerstört und er kann den aufhalten. Das ist so ein Gefühl, du hast wirklich was getan, um diese Welt zu retten. Und das ist das Besondere an dieser Welt und so weiter. Ja, es ist halt auch man kann das ja auch austauschen. Ja, also in einem Fandom. Ja, also bei Dungeon World stelle ich mir das sehr schwierig vor. Also man kann vielleicht erzählen, was man für eine Welt gebaut hat und was man darin gemacht hat. Aber das ist kein Erleben, was andere auch haben. Ja, wenn ich bei DSA oder was ich bei DSA Filasson Saga gespielt habe oder bei Shadowrun Harlekin oder sowas, ja, das ist was ich austauschen kann. Da kann man drüber reden, wie haben wir das erlebt, was habt ihr da gemacht, wie habt ihr dieses Problem gelöst oder was habt ihr in der Situation auch alles angestellt. Und dadurch hat man ja auch diesen Eindruck, dass einfach eine Vielzahl an Spielern hinter dieser Welt stehen und die quasi parallel miterlebt haben, dass es also ein Fandom gibt. Und das kann durchaus auch interessant sein. Interessanterweise bei so Sachen wie Dungeon World und Ähnlichen habe ich wirklich das Gefühl, da ist es so eine Mischung, die tatsächlich auch sehr stark die Regeln betrachtet. Also, ja, macht ja in dem Fall Sinn. Eben. Also bei den Sachen habe ich wirklich so das Gefühl, da treten die Regeln in den Vordergrund, weil durch die Regeln und ihre Anwendung ja die Welt geschaffen wird. Und dass die Leute sich darüber unterhalten, hör mal, wir hatten letztens eine Runde und in der Runde haben wir diesen und jenen Hintergrundfakt geschaffen, weil wir diese und jene Szene gemacht haben. Und das fand ich also sehr interessant, auch so mitzunehmen, wie stark das wirklich über die Regeln sich alles abbildet. Aber wie auch die Welt teilweise dann durch verschiedene Regeln in verschiedenen PBTA-Spielen geschaffen wird. Also dass sich da auch durchaus unterschiedliche Welten vom Spielgefühl ergeben, weil die Regeln sich dann eben auch anpassen. Und das fand ich also auch sehr interessant, ne? Weil im Grunde genommen
die Regeln sind ähnlich, aber sie unterscheiden sich dann eben doch genug, um neue Arten von Welten zu generieren. Wie gesagt, ich möchte es irgendwann mal ausprobieren. Nochmal richtig, nicht so wie damals, was so versucht macht klug war. Aber bis jetzt ist das noch nicht passiert. Also Daniel und Patrick, wenn ihr das hört, ich bin immer noch bereit. Oh, okay. Haben wir noch irgendwas vergessen? Möchtet ihr noch irgendetwas sagen? Spielt mehr Rollenspiele. Egal ob mit oder ohne Hintergrund. Genau. Dann spielt mehr. Spielt mit Freunden. Spielt mit Fremden. Spielt mit irgendwelchen Leuten. Genau, habt Spaß. Genau. Genießt das Leben. Und dann danke ich euch beide für die interessante Diskussion. Allen da draußen, danke fürs Zuhören, für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.